Und wir machen weiter mit dem Eröffnungs, mit der Eröffnungsrede von Katrin Hünnemörder. Katrin Hünnemörder ist Geschäftsführerin bei medialefade.org. Das ist ein Verein für Medienbildung. Und in ihrem Eröffnungsvortrag spricht sie einmal, warum Haltung einen so zentralen Stellenwert einnimmt. Gleichzeitig aber auch spricht sie über die Herausforderungen von Erwachsenenbildung unter den Bedingungen der digitalen und sozial-ökologischen Transformation und zeigt uns vor allem auch, wie innovative und nachhaltige Konzepte BildnerInnen stärken können. Liebe Katrin, wir freuen uns sehr, dass du heute hier dabei bist. Herzlich willkommen. Eins, zwei, drei. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin fürchterlich begeistert über diesen Einstieg, weil er tatsächlich einzahlt auf mein Lieblingskonzept, nämlich die digitale Gelassenheit. Als wir begonnen haben, zusammen mit den Volkshochschulen diesen Tag zu planen und die Digitale vorzubereiten, war das ungefähr das Erste, was wir besprochen haben, dass wir nämlich, wenn wir uns auf die Reise zusammen machen, auf eine Lernreise, eine digitale Lernreise, einfach auch mal gelassen sein müssen, denn Fehler passieren und wir lachen drüber und wir stehen wieder auf. Das haben wir gerade auch schon gehört. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir trotzdem das Grußwort auch hören konnten. Wir haben schon sehr, sehr viele wichtige Impulse in den ersten 20 Minuten eigentlich gehört, sodass mir gar nicht mehr so viel übrig bleibt, ehrlich gesagt. Aber ich habe trotzdem natürlich ein paar Gedanken mitgebracht für die heutige Veranstaltung. Als ich vor ein paar Wochen musste ich ein Elektroauto von einem Carsharing-Anbieter nutzen, weil ich etwas zu transportieren hatte. Und ich stellte recht schnell fest, dass das Navigationsgerät nicht auf dem neuesten Stand war. Und dann hatte ich so einige Schwierigkeiten, an mein Ziel zu kommen, weil da ständig Baustellen waren und Straßensperrungen. Und das Navi kannte diese Sperrung nicht. Diese Szene fiel mir wieder ein, als ich überlegte, wie ich heute diesen Tag hier gestalte und wie ich meinen Input zum Thema lebenslanges Lernen und zu digitaler Bildung beginne. Denn ein Navigationsgerät benötigt regelmäßige Updates zu Straßensperrungen, zu Umleitungen, zu Baustellen, um eine wirkliche Orientierung im Straßenverkehr zu bieten und um die Menschen an ihr Ziel zu bringen. Genauso benötigen wir Menschen auch regelmäßige Updates, um uns durch das Leben zu navigieren. Pandemie, Krieg, Klimakrise, die Herausforderungen unserer Zeit sind so zahlreich, dass es nicht leicht ist, hoffnungsvoll zu bleiben und einen eigenen Kompass zu haben. Wie die jüngsten Beispiele aus Berliner Schulen im Umgang mit dem Nahostkrieg zeigen, fehlt es selbst den pädagogischen Fachkräften häufig an Orientierung, um diese wiederum ihren SchülerInnen zu bieten. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen die Orientierung und wir brauchen den Kompass, um für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft beizutragen. Gerade in der Pädagogik, gerade als Dozierende, gerade wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, ist es unglaublich wichtig, dass wir selbst diesen Kompass haben. Und wir haben es angesprochen. Es muss Regeln geben und wir müssen uns auf unsere Grundwerte besinnen und einen gemeinsamen Aushandlungsrahmen schaffen. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßige Updates zu machen. Deswegen ist es wichtig, dass wir lebenslang lernen. Digitale Bildung spielt im lebenslangen Lernen eine ganz große Rolle. Sie ist der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind auf der Digitale 2023. Sie ist eine Einladung, gemeinsam zu lernen, sich auszutauschen und vor allen Dingen sehr, sehr viel auszuprobieren. Doch bevor Sie jetzt loslaufen, um vielleicht eine Session zu besuchen oder eine Werkstatt auszuprobieren oder einen Lightning Talk anzuhören, möchte ich einige Gedanken zu den Trends der digitalen Bildung dalassen. Ich hoffe sehr, dass wir im Laufe des Tages dazu ins Gespräch kommen. Trends der digitalen Bildung, worum geht es da? Digitalität ist der umfassende Begriff, der den Einfluss digitaler Technologien auf alle Aspekte unseres Lebens beschreibt. Im Bildungsbereich bedeutet Digitalität, dass digitale Technologien in den Lernprozess integriert werden, um das Lernen effektiver, interaktiver und zugänglicher zu machen.
Digitale Bildung eröffnet eine Vielzahl von aufregenden Möglichkeiten. Wer schon einmal eine Virtual Reality Brille auf hatte, der kann sich bestimmt sehr gut vorstellen, wie anders ein Lernprozess abläuft, wenn man in einer virtuellen Umgebung üben kann, wie eine Maschine bedient wird oder wie man einen Bus fährt. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie gemeinsam mit Ihren Lernenden selbst virtuelle Lernräume erschaffen, in die Sie dann über die VR-Brille eintauchen können. Genau das können Sie heute ausprobieren an unserer VR-Werkstatt. Digitale Bildung heißt Zusammenarbeit. Da. Ich bin schon da. Über Online-Tools ist es möglich, Lernenden individuelles Feedback in Echtzeit zu geben. Mit digitalen Kollaborationstools können Lernende weltweit zusammenarbeiten und miteinander und voneinander lernen. Digitale Bildung macht das Lernen damit zu einem kontinuierlichen, zu einem lebenslangen Prozess. Natürlich braucht der erfolgreiche Einsatz von digitaler Bildung bestimmte Voraussetzungen, die nicht immer niedrigschwellig sind, wir haben es gehört. Zugang zu digitaler Infrastruktur und digitaler Technologien sind die Voraussetzungen für Teilhabe in digitalen Bildungsprozessen. Und gerade weil die individuellen Zugänge zur digitalen Infrastruktur immer noch so unterschiedlich sind, auch in Berlin, ist es umso wichtiger, dass Volkshochschulen als wichtige Orte der Erwachsenenbildung für alle diese Zugänge ermöglichen und zur Verfügung stellen. Aber der alleinige Zugang zum Internet schafft natürlich keine gleichberechtigte Teilhabe an digitalen Prozessen. Lehrende und Lernende müssen in der Lage sein, sich mündig in digitalen Räumen zu bewegen, und sie müssen in der Lage sein, Daten und Informationen zu analysieren, kritisch zu bewerten, um Handlungsoptionen zu generieren. Zugang und digitale Mündigkeit zusammen können zu einer größeren Chancengerechtigkeit führen. Nämlich dann, wenn Bildung für alle zugänglicher wird, unabhängig von geografischer Lage oder der finanziellen Situation. Damit dies gelingen kann, braucht es an Volkshochschulen eine stabile digitale Infrastruktur. Aber was ist unsere Rolle? Was ist unsere Rolle in pädagogischen oder in Bildungsprozessen? Die Rolle von DozentInnen als BegleiterInnen, als MentorInnen, als UnterstützerInnen ist vielleicht wichtiger als je zuvor. Denn auf dem Weg, eine korrekte Information zu recherchieren und sie mit Erfahrungen und anderen Informationen zu verknüpfen und zu bewerten, um sie in Wissen umzuwandeln, um dann Handlungsoptionen zu erarbeiten, benötigen Kursteilnehmende die Hilfe ihrer Gruppe, aber sie benötigen auch unsere Hilfe. Und dafür ist es wichtig, dass wir selbst uns sicher in digitalen Bildungs- und Handlungsräumen bewegen. Noch wichtiger allerdings finde ich, dass wir die Rahmenbedingungen, denen digitale Räume unterliegen, dass wir sie kennen und dass wir sie kritisch hinterfragen. Denn trotz Freiheitsversprechen des Internets ist das Internet zu großen Teilen privatwirtschaftlich organisiert, in Plattformen, auf denen wir uns täglich bewegen. Gerade als BildnerInnen sollten wir uns also auch dafür einsetzen, dass in gemeinwohlorientierte Softwarelösungen investiert wird, dass Open-Source-Entwicklung unterstützt und mehr genutzt werden und dass wir alle freie Bildungsmaterialien nutzen und miteinander teilen. Hier gleich ein Hinweis, alle Materialien, alle Konzepte, die auf der Digitale zum Einsatz kommen, werden im Anschluss als Open Educational Resource auch für Sie zur Verfügung stehen. Lernreisen und Zusammenarbeit statt Frontalunterricht. In digitalen Bildungsräumen ist der Lernprozess nicht mehr an starre Strukturen gebunden. Stattdessen haben Lernende die Freiheit, ihre eigenen Pfade zu wählen und ihr Wissen auf individuelle Bedürfnisse und Interessen abzustimmen. Zwei Beispiele für digitale Lernreisen haben wir eigens für die Digitale 2023 entwickelt. Und was genau sich dahinter verbirgt, werden wir heute später noch klären. Und ich hoffe, dass Sie alle sich animiert fühlen, eine oder beide Lernreisen auch durchzuführen. Digitale Bildungsräume sind von Kollaboration und Vernetzung geprägt. Lernende sind in der Lage, sich über geografische Grenzen hinweg mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Sie werden von einer globalen Community unterstützt, die ihr Wissen teilt und neue Perspektiven eröffnet. Dabei spielen digitale Kommunikationstools, virtuelle Konferenzen und soziale Medien eine zentrale Rolle.
Deswegen sprechen wir zum Beispiel auch in einer unserer VHS-Sessions über hybride Angebote. Und wenn Sie zur Werkstatt Livestreaming gehen, dann können Sie ganz praktisch ausprobieren, was es sowohl technisch als auch methodisch braucht, um Menschen, die nicht mit Ihnen in einem Raum zusammen sind, trotzdem an Bildungsangeboten teilhaben zu lassen. KI in der Bildung. Wir haben es schon gehört, das ist ein wichtiges Thema auch auf unserer Veranstaltung. Denn es ist ein weiterer wichtiger Aspekt der digitalen Bildungsräume. In Zukunft ist die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Denn durch KI-gesteuerte Systeme ist es bereits jetzt schon möglich, dass der Lernfortschritt der Studierenden verfolgt werden kann, dass personalisierte Empfehlungen ausgesprochen werden können und dass individuelle Unterstützung angeboten werden kann. Durch die Analyse großer Datenmengen können diese Systeme Lernenden dabei helfen, ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren und ihren Lernprozess zu optimieren. Künstliche Intelligenz wird alle Bereiche unseres Lebens verändern. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns kritisch mit dieser Technologie auseinandersetzen und dass wir verstehen, worauf sie aufbaut und wie sie eingesetzt wird. Und weil das Thema so relevant für uns ist, gibt es auf der Digitale 2023 gleich drei Formate zum Thema Künstliche Intelligenz, ein Lightning Talk, eine VHS-Session und ein Werkstattangebot. Und ich hoffe, dass wir über diese Themen in einen guten Austausch kommen. Bring your own device und mobiles Lernen. Das eigene Smartphone bedeutet nicht nur Zugang zu Bildungsinhalten und Lernplattformen, sondern ist gleichzeitig ein unschlagbares Tool, um selbst Inhalte zu erstellen und mit anderen zu teilen. Ich glaube, die Einführung des Smartphones in Bildungskontexten war das stärkste Element, um Bildung zu demokratisieren und Partizipation zu ermöglichen. Und natürlich gibt es auch heute an den Werkstätten diverse Möglichkeiten, um eigene digitale Inhalte zu erstellen. Und schauen Sie dazu gerne mal in der Werkstatt Audiovisuelle Produktionen oder in der Augmented Reality und Virtual Reality Werkstatt vorbei. Making und Projektlernen. Die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit, allen voran die Klimakrise und der gesellschaftliche Zusammenhalt, verlangen nach neuen Lösungen. Als Bildungsinstitution müssen wir uns also die Frage stellen, in welcher Form unsere Lernräume das Suchen nach Lösungen unterstützen können. Informelle Lernräume, wie zum Beispiel Makespaces, sind hervorragende Orte für lebenslanges Lernen und fördern selbstgesteuertes Lernen, Kreativität, Kommunikation und kritisches Denken. Zu den Potenzialen von Making und Projektlernen hören wir gleich im Anschluss einen Lightning Talk und wir haben später im Makespace im Untergeschoss noch die Möglichkeit, eigene kleine Making-Projekte zu erstellen und darüber hinaus darüber zu sprechen, ob die Berliner Volkshochschulen in der Zukunft diese pädagogikfreien Lernräume gerne entwickeln wollen, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist. Transformative Bildung. Bei allen Chancen, die die Digitalisierung und die digitale Bildung bietet, dürfen wir niemals vergessen, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sein darf. Die Ressourcen, die Digitalisierung verschlingt, zum Beispiel um Server zu betreiben, steigen exponentiell. Einige Menschen hegen die Hoffnung, dass die Technologie mit jeder Weiterentwicklung ressourcenschonender wird, also zum Beispiel pro digitaler Transformation weniger Daten verbraucht werden. Aber aus meiner Sicht geht die Rechnung nicht auf. Denn mit zunehmender Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur und Technologien für immer mehr Menschen steigt natürlich auch die Nutzung derselben. Dieses Spannungsfeld zwischen Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit ist eins, was wir in Bildungszusammenhängen diskutieren möchten. Und im Mediale Pfade-Team setzen wir uns sehr viel mit diesen Spannungsfeldern auseinander. Und es sind Diskussionen, die wir auch auf die Digitale 2023 mitgebracht haben. Und weil sich das Programm der Digitale 2023 aus vielen verschiedenen Expertisen speist, möchte ich ganz gerne jetzt meine KollegInnen Christine Kolbe und Serkan Ünsal auf die Bühne bitten, um ihre Perspektiven sichtbar zu machen und die Querschnittsthemen unserer Veranstaltung einzuordnen. Viele weitere Teammitglieder von Mediale Pfade werden Sie später während der Lightning Talks und an den Werkstätten noch kennenlernen. Dr. Christine Kolbe ist Philosophin und digitale Diskursgestalterin und hat die Digitale 2023 als Nachhaltigkeitsmanagerin begleitet. Außerdem hat sie die selbstgesteuerten Lernreisen als nichtlinearen Programmpunkt der Digitale 2023 entwickelt. Und ich habe eine Frage an dich, Christine, und zwar, wie kann Erwachsenenbildung transformativ wirken?
Ja, genau. Ja, schön, dass ich hier sein darf und das Nachhaltigkeitskonzept entwickeln durfte. Genau, die transformative Bildung ist im Grunde der größte Hebel, den ihr, den Sie, den Sie steuern können im Punkto Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit verstanden als ökologische Nachhaltigkeit, ich glaube, das kennen wir alle, und auch als soziale Nachhaltigkeit. Transformative Bildung meint, sich einerseits Haltung zu zeigen, ein Selbstverständnis zu entwickeln, welche Verantwortung man als Bildnerin auch hat, gesellschaftliche Wirkung zu erzielen in seinen Lehrangeboten, in allem, was man tut, aber auch methodisch-didaktische Sorgfalt. Also da gibt es inzwischen so einen ganzen Kompass, auch transformative Bildung ist nicht nur Bildung für nachhaltige Entwicklung, es ist nicht nur politische Bildung, es ist im Grunde so ein bisschen das Beste aus allen Welten, nochmal zu verstehen, Wirkung zu entfalten in dem Bildungsangebot selber, also dass man vielleicht ein Sprachenlernen über das Thema Wasser zum Beispiel macht, Wasserkrise. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch eine Wasserkrise, das merken wir in Deutschland nicht so arg, aber zum Beispiel in Grünheide, Tesla ist ein Thema, da wird auch das Grundwasser, das Trinkwasser knapp. Wer mehr über das Thema Wasser lernen möchte, kann das sogar auch hier heute tun. Und dabei wird ganz viel gelernt, auch über digitale Bildungstools. Ich kann noch mal eben meine Kärtchen rausholen, die habe ich dabei. Genau. Wo immer ihr sie so einen Tag seht, hier auf der Veranstaltung, könnt ihr in die Bildungsreise einsteigen. Und wir haben auch noch eine Lernreise zum Thema Barrieren, Zugänge, Teilhabe. Also wer da nochmal Orientierung haben möchte, kann da gerne mal reintauchen und darüber auch unsere Werkstätten ansteuern. Das ist der Clou dahinter. Genau, ein fantastisches Beispiel auch für nichtlineare Bildung und selbstgesteuerte Bildung. Und ich hoffe, dass Sie das alle ausprobieren. Vielen Dank, Christine. Und danke, dass du uns unterstützt hast in diesem wichtigen Thema. Serkan, du bist politischer Bildner und du beschäftigst dich viel mit den Mechanismen und mit Machtstrukturen im digitalen Raum. Was ist denn aus deiner Sicht die zentrale Herausforderung, wenn wir über digitale Räume als Lernorte sprechen? Und wie können wir diese Herausforderungen im Rahmen der Volkshochschulen angehen und verhandeln? Ja, danke schön. Ich stelle in meiner Rolle als politischer Bildner allem voran auch nochmal die Frage, wie wir über digitale Räume nachdenken. Und oft, also bei vielen zum Glück auch nicht mehr, aber oft wird es verstanden als so eine Art von einer parallelen Welt. Und da würde ich auch sagen, dass es, wir müssen, glaube ich, eher darauf gucken, dass die digitale Räume eine Erweiterung von physischen Räumen sind und weil physische Räume real, also die Räume, in denen wir uns jetzt auch gerade befinden, durchsetzt sind von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen, dass wir uns an der Stelle auch bewusst machen müssen, dass digitale Räume auch in der Form eine Erweiterung des physischen Raums sind und dadurch gesellschaftliche Machtstrukturen auch im digitalen Raum existieren. Wenn wir uns angucken, dass es aktuell auch einen politischen Rechtsruck gibt, dass Online-Desinformation verbreitet wird, dann müssen wir das verstehen als eine digitale Erweiterung der realen Welt und eine Tatsache, mit der wir uns beschäftigen müssen, auch als BildnerInnen. Die Frage ist da nochmal, okay, wie trete ich in so eine Vermittlungsrolle auch als Bildner? Und es ist auch erschreckend oder beängstigend an vielen Stellen, wie sich Informationen beschleunigen im digitalen Raum, wie wir damit umgehen. Und da müssen wir uns als BildnerInnen zwar kritisch, aber auch reflektierend und offen mit dieser Herausforderung beschäftigen. Und ja, die VHSen sind genauso auch Orte, die nicht in einem Vakuum existieren. Das heißt, sie müssen sich genauso wie die diverse Berliner Landschaft an Bevölkerung auch mit diesem Thema beschäftigen. Und ja, es kommen ganz viele Menschen in Berlin zusammen und die gehen auch in die VHSen und die haben ganz viele digitale Tools und Skills. Das heißt, es ist wichtig, auch in so einer Vermittlungsrolle als kursleitende Person zum Beispiel, diese Realität auch mit aufzunehmen und zu sagen, hey, wir gucken, welche Skills habt ihr, wie könnt ihr sie einbringen, wie können wir damit arbeiten. Ja. Dankeschön. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir
einige Anregungen mitgeben konnten. The floor is yours. Es geht darum, dass Sie miteinander ins Gespräch kommen. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß heute, ganz viel gemeinsames Lernen und ganz viel Ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuhören.